Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Man nennt diesen Tag in Deutschland auch den Tag der Befreiung. Ein seltsames Wort, wenn man bedenkt, dass es die Deutschen waren, die den Zweiten Weltkrieg mit seinen über 60 Millionen Toten angezettelt, ihre Nachbarn überfallen und mehr als 6 Millionen Juden in ganz Europa verfolgt und ermordet haben. Normalerweise sind es die Opfer, die befreit werden und nicht die Täter. Befreiung, das klingt, als wäre die NS-Zeit eine Ära der Besatzung gewesen, eine Schreckensherrschaft von wenigen bösen Nazis über die große Mehrheit eines unschuldigen Volkes. Die Masse der Deutschen hatte keine Schuld, weil es nur wenige Verbrecher waren, die den Krieg angefangen und die Juden umgebracht haben. Diese Aussage stimmen heute, 75 Jahre nach Kriegsende, 53% der Deutschen zu. Und so ist der Tag der Befreiung zum Begriff eines Deutschlands geworden, das sich quasi selbst begnadigt. Wobei das mit der Befreiung vom Faschismus bekanntlich nicht so richtig geklappt hat. Denn viele fanatische Nazis sind gleich nach dem Krieg wieder dahin zurückgekehrt, wo sie zwischen 33 und 45 so viel Unheil angerichtet haben. In die Schulen, in die Gerichtssäle und in die Vorstandsetagen der Industriekonzerne. Und wenn heute, 75 Jahre nach dem Ende der Nazi-Diktatur, wieder bekennende Faschisten in allen deutschen Parlamenten sitzen, wenn die hinterhältigen Mordanschläge organisierter Rechtsterroristen immer noch als Taten verwirrter Einzeltäter verharmlost werden, wenn Menschen in diesem Land tagtäglich wegen ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe und ihres Glaubens angegriffen und diskriminiert werden, wenn die sozialen Netzwerke geflutet werden von rassistischen, antisemitischen und fremdenfeindlichen Hasstiraden, dann zeigt das, wie tief das faschistische Denken nach wie vor in den Köpfen vieler Menschen verankert ist. Deshalb soll diese Plakataktion daran erinnern, dass mit dem 8. Mai zwar die Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland beendet wurde, dass die Ideologie und der Fanatismus der Herrenmenschen von gestern das friedliche, solidarische und demokratische Zusammenleben der Menschen von heute aber wieder in einem Maße bedroht, das uns alle auffordert zu Wachsamkeit und aktivem Widerstand. Der Nationalsozialismus war nur ein Fliegenschiss in der deutschen Geschichte. So verhöhnte der Ehrenvorsitzende der AfD Gauland die Millionen Opfer des Naziregimes, um gleich danach die Drohung auszusprechen: Wir werden uns unser Volk und unser Land zurückholen. Jetzt habe ich persönlich leider nicht allzu viel Land, nur so einen kleinen Garten im Oberbergischen. Aber ich verspreche, den kriegen Sie nicht. Und wenn immer wieder gesagt wird, man müsse die Sorgen, Nöte und Ängste der Nazi-Wähler ernst nehmen und ihnen entgegengehen, dann sage ich: Natürlich muss man den neuen Nazis, die ganz die Alten sind, entgegengehen. Aber bewaffnet. Mit der Wahrheit. Und nichts als der Wahrheit. Dazu soll diese Plakataktion einen kleinen Beitrag leisten.